du diese neuen Bewegungsmelder schon gesehen? Nein, was machen die? Wenn sie eine Bewegung wahrnehmen, geht das Licht an. Wow, das ist fantastisch. Wie Magie. Fantastisch. Ich glaube, ich hole mir welche für meine Garage. Stell dir das vor. Du fährst nachts mit deinem Wagen in die Einfahrt und das Licht geht an. Ha, du spinnst ja. Das ist Hightech, Emilio. Sowas kostet bestimmt Tausende von Dollar. Ja, du hast vermutlich recht. Das könnte ich mir niemals leisten. Ja, also nach diesem sehr überzeugenden Gespräch. Hallo, mein Name ist Casino und wir sind wieder bei Splinter Cell. Ich hoffe, ich habe das Problem gelöst mit der Maus. Es scheint halbwegs so, ja, Fischer, ja. Ich habe gerade dein Opset mit den Informationen über die Bank gefüttert, die du und dein Team 1989... Warte, schnell speichern. Aber jetzt, hier geht's los und so. ...ich gesammelt haben. Ah, all die Erinnerungen. Ja. Deinem Bericht nach zu urteilen, scheint es ein ganz netter Urlaubsausflug gewesen zu sein. War es auch. Den Rest des Jahres habe ich überwiegend in einem Straßengraben irgendwo zwischen Bagdad und Kuwait geschlafen. Oh, nun, falls es dich irgendwie trösten sollte, ich hatte 89 auch ein schlechtes Jahr. Was? Du hast doch während des Golfkrieges gar nicht für die Regierung gearbeitet. Nein, aber ich war in der 10. Klasse. Oh, stimmt ja. Boah. Ja, die 10. Klasse. Aber jetzt darf ich endlich vielleicht was sagen. Verdammt nochmal. Immer das Gleiche hier. Nie darf ich mal was sagen. Aber wir sind bei Splinter Cell. Ach ja, genau. Okay, was müssen wir machen? Sie haben gerade irgendwas über hier Dingsmelder gesagt. Und ich weiß noch von früher. Hier ist natürlich blöd, wenn man das jetzt auch schon alles kennt. Aber diese Dinger da, ja, mit der Maus ist nicht so viel besser. Aber diese Dinger da, die Lampen, die werden durch Bewegungsmelder. Durch Bewegungsmelder, was denn eigentlich, aktiviert oder so. So ist das. Und, boah, du, gell, mit der Maus. So, okay, es geht wieder los. Jetzt ist die Maus ja gar nicht zu benutzen. Aber was soll's? Okay. Was haben wir denn hier? Puh. Ziemlich dunkel. Ziemlich dunkel. Und ich habe den Vorteil, dass ich ein Nachtsichtgerät habe. Schnell gespeichert, damit wir uns das ganze Gelaber nicht nochmal anhören müssen. Okay, wo seid ihr? Kommt her. Da sind sie schon auf der Lauer, auf der Mauer. Es ist die kleine Wanze. Haben sie keine Taschenlampen? Nee, drei Stück sehe ich. Okay. Okay, der eine wird die jetzt da gleich anmachen. Ups, nicht zu laut. Ich glaube, ich sterbe gleich. Wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen, schnell, hier rein. Nein! Erzähl mir was über euer Sicherheitssystem. Oh. Okay, wir haben hier Bewegungsmelder. Neu installiert. Bewegungsmelder? Ja, sie schalten das Licht an. Was? Kein Alarm? Die schalten nur das Licht an? Wie bei einer Garage? Nicht für die Garage. Machen Sie Witze? Diese Dinger sind teuer. Hightech. Aha. Na, wenn du meinst. Okay, hätten wir das auch? Warte mal, ich mach mal das da wieder weg. So, da stehen jetzt die beiden und halten Wache. Das ist ja höchst schön. Warte mal, ich muss hier mal ganz kurz was einstellen. Da hat irgend so ein Trottel mal die Mausempfindlichkeit viel zu gering eingestellt. Deswegen muss ich das Ganze jetzt wieder ausbaden. Tja, man hat es einfach nicht leicht als ernstzunehmender Let's Player, der das Ganze voll professionell macht und sowas. Naja, okay. Was machen wir mit dir? Dich töte ich. Ciao. Psst, ganz ruhig. Ja, nicht so schnell, das macht doch Krach. Okay, was machen wir mit dir da hinten? Habt ihr ja am Schiff gelernt, besser zu oft... Wir müssen diesen einen Heini da loswerden. Das machen wir am besten so. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, guck doch mal lieber nach, was da kaputt ist. Genau, was auch immer er gesagt hat. Hoffentlich bleibt er da hinten. Ich glaube, der kommt her. Ja, gut, dann sei schön brav und komm hierher. Oh, fuck, genau, jetzt geht's wieder an.
Und zack. Was ist denn tja, das frage ich mich auch langsam. Okay, ich bin da. Okay, die Musik ist viel zu laut. Oh, Alarm. Okay, alles klar. Ich geh mal hier lang. Alles gut. Wer schießt denn da? Ich sehe gar nichts, lass mich. Kuckuck. Kuckuck. Wo ist er denn, der Kleine? Ja, wo ist er denn, der Kleine? Ist er nicht da? Will er nicht kommen? Gut, dann nicht. Alles klar. Dann lassen wir das. Dann werden wir einfach diese Kamera da oben ausschalten. Und in aller Ruhe aufs Dach schlendern. Lalalalalalalalala. Lass mich da hoch. Ja, fast. Halt. Ja, genau. So macht man das. Sehr brav. Gute Arbeit. Fischer, ich habe hier einen Arbeitsauftrag vorliegen, den die Bank bei ihrer Versicherungsgesellschaft eingereicht hat. Darin steht, dass die Kuppelfenster über der Lobby magnetisch verschlossen sind. Suche hier oben nach einem Trennschalter oder einem Verteilerkasten, mit dem sich die Schlösser deaktivieren lassen. Okay, ich glaube, ich suche mal nach einem Trennschalter oder einem Verteilerkasten, mit dem sich die Dinger deaktivieren lassen. Kam mir gerade mal so als Eingebung. Okay, okay. Ganz schön glatt hier. Ganz schön glatt hier. Und die Musik ist auch einiges zu laut. Ja, sorry für die ganzen Einstellungen und so, aber müsst ihr durch. Denn die Musik ist mir viel zu laut. Hier, auf 60. Dankeschön. Speichern und Schluss. Und jetzt geht's hier los. Jetzt mache ich keinen Scheiß mehr. Okay, da können wir überall nichts machen. Nö, gar nichts. Nö. Auf jeden Fall ist es ganz schön glatt hier. Aber da drin gibt's Krach. Was ist denn hier so? Oh, Verteilerkasten. Wie praktisch. Okay. Ja, hier oben ist ja eh niemanden, den wir stören könnten. Insofern einfach hier kurzer Prozess. Zack. Alles klar, MBH. Gute Arbeit, Sam. Die Magnetschlösser an den Fenstern sind deaktiviert. Hey, warte. Danke. Eine Spannungsspitze. Die was? Lobby, oh mein Gott. Sieht so aus, als sei gerade ein Lasernetz aktiviert worden. Laser? Ja. Laser sind doch sowas von... 90er Jahre? Ich wollte gerade 70er sagen. Könntest du bitte damit aufhören, mir das Gefühl zu geben, dass ich alt bin? Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Sam. Du bist alt. Okay, mal sehen, wie so alles drin ist. Wir werden ja ziemlich gut gesehen, weil wir direkt neben den Kerzen hier Dingsleuchte hängen. Aber hier ist wohl niemand, außer Mister, ich schlafe. Okay, dann könnten wir in aller Ruhe darunter. Fischer, oh Gott, die nervt. Er wird mit dir die einzelnen Schritte durchgehen, die zum Öffnen des Tresorraums nötig sind. Habe ein wenig Geduld mit ihm. Oh, er ist einer von diesen... Richtig. Hallo? Ist dieses Ding überhaupt an? Es ist an. Ich... Hi schon. Ich bin hier. Wurden Sie über alles informiert? Wen interessiert? Hören Sie zu. Das ist ein Mason Wells 88. Jeder von Ihnen ist einzigartig. Wenn Sie diesem Baby unter den Rock schauen wollen, als erstes müssen Sie die Autorisierung für das Öffnen des Tresors erlangen. Und wie mache ich das? Der Bankdirektor und der Schatzmeister werden jeder ein Autorisierungsschloss in ihrem Büro haben. Ein weiteres wird sich im Sicherheitsbüro befinden. Sie müssen alle drei deaktivieren. Hey, Sprach! Okay. Hat das jemand gesehen? Ja, nein, vielleicht. Bitte antworten. Nur, dass ich Bescheid weiß. Wäre nett. Aber ich glaube, hat wohl niemand mitbekommen. Okay, was? Okay, da reden. Nur irgendwelche Leute über irgendein Archiv, aber das ist mir wurscht. So hardcore bin ich. Okay, jetzt müsste ich was ausprobieren. Kann ich den denn da draufsetzen? Nee, scheinbar nicht. Okay. Dann bringen wir den mal in aller Ruhe hinfort. Irgendwo hinter diese wunderschönen roten Banner. Und schauen, was so passieren wird. Das Banklevel hat, glaube ich, so einige schwierige Stellen, wenn ich mich richtig erinnere. Wobei, naja, wir reden ja über mich. Insofern ist jede Stelle eigentlich unmachbar. Oh, da hinten ist einer... Ich hab's genau gesehen.
Okay, ich gehe erstmal hier lang, weil hier keiner ist. Oder warte mal, Moment. Wo kann ich denn... Hier! Auf F1. Okay, Karte. Oh Gott. Okay, der weiße Raum ist der, in dem ich bin. Und die roten Punkte sind da, wo ich noch hin muss. Wo ist denn der... Wie rum gehört der? So rum. Da ist dieser Hacker. Das heißt, wenn ich jetzt auf die rechte Seite gehe... Dumm. Dann, was zum... Ja, doch, da kann ich hin. Aber nee, ach so, ich muss erst auf die andere Seite, weil da die Schlüssel sind. Ich verstehe. Okay. Nee, der hat ja gerade erzählt uns, dass er irgendwelche Schlüssel braucht und irgendwelche zwei Büros und so ein Quan. Diese Uniformen sind unbequem. Und genau die besorgen wir uns jetzt. Das sind eine von den Neuen aus Amerika. Na, das ist gut. Sie wurden also nicht von zweitklassigen Arbeitern. Ganz ruhig. Kamera. Aber ich lieber schnell, bevor irgendwas schief geht. Ihr kennt mich doch. Und es wird was schief gehen. Seid euch sicher. Verdammte Maus. Ihnen ist es etwa 5 Grad heißer als in den alten Uniformen. Sie wiegen fast ein halbes Pfund mehr und atmen überhaupt nicht. Wie viele blöde Gespräche haben über irgendwelche Uniformen und wie viel die atmen. Also bitte. Ah, ich kann da reinsehen. Okay, einer ist drin. Zwei sind drin. Warum sollten die Amerikaner das tun? Vom geschäftlichen Standpunkt ist das eine Katastrophe. Was die verzählen, das ist ja scheiß langweilig. Weil sie so ich mal verzählen sage, weiß ich auch nicht. Das ist einfach ein cooles Wort. Aber naja, darum geht's nicht. Wir gehen hier hoch in aller Gemütlichkeit. Ja, vor dir scheinen weitere Laser zu sein. Ja, danke für den Tipp, du dumme Schnipfe. Das ganze Gebäude wimmelt nur so von Photonen. Da ist eine Wache, die hier ohne weitere Probleme herumspaziert. Möglicherweise trägt er irgendeine Art von Signalgeber bei sich. Geh nah an ihn heran, vielleicht kannst du in seinem elektronischen Schatten bleiben. Okay, mach ich. Du dumme Schnäppchen. Okay, tut mir leid. Ja, tut mir leid. Das war alles nur ein Scherz. Wie hat der mich gesehen? Wie soll das gegangen sein? Das ist nicht möglich. C'est ne pas possible. Sur la tête. Ja, ich kann Französisch. Da schaust du. Oh, verdammt. Okay, alles ausgemacht, hier lang marschiert. Klappt nicht zu laut, nicht, dass die uns jetzt auch noch hören. Tür öffnen. Und Tür schließen. Und hier krass hier entlang schleichen. Hatten wir alles schon. Okay. Vom geschäftlichen Standpunkt aus ist meine Unterhose voll von Gummibärchen. Okay, lass mich raten, da ist einer mit einem Photonenanzug, hä? Also, kein Photonenanzug, aber du weißt, was ich meine. Vor dir scheinen weitere Laser zu sein. Das ganze Gebäude wimmelt nur so von Photonen. Okay, einen neuen Plan. Da ist er. Und der fordert zwei Kugeln. Eine Wache, die hier ohne weitere Probleme herumspaziert. Hallo, ich hab doch... Das war ein verdammter Headshot. Ich hasse dich. Alles gut, ich bin locker. Mir geht's fein. Außer die Maus. Da geht's nicht fein. Ach Gott, oh Gott. Möglicherweise trägt er irgendeine Art von Signalgeber bei sich. Geh nah an ihn heran. Vielleicht kannst du in seinem elektronischen Schatten bleiben. Bleibst du hier? Ja, tust du. Okay, die Ringflächen sind das Einzige, was hier wirklich zuverlässig ist. Bei den Schüssen verrecken die niemals. Never ever. Kein einziges Mal. Selbst bei einem perfekten Headshot. Aber nein, die sind einfach so... Nope. Not today, bro. I'm not gonna do it. Okay, ach, meine Güte. Benutzen. Hallo, lieber Computer. Sichern Zugang. Oh, das wird dann Spaß. 40. 134. 66. Jetzt kannst du noch das da oben sein. Ja, es ist komisch zu erklären. Da unten sind Nummern und da oben auch und dann ist alles grün. Okay, ich lade eine gefälschte E-Mail hoch, weil das kann ich. Sehr gut. Unser Installer scheint mit Ihrem Betriebssystem kompatibel zu sein. Das ist alles? Einfach Plug and Play? So war das auch gedacht. Keine Komplikation. Lade alle 8 gefälschten E-Mails hoch. 8? Der Einbruch soll aussehen wie der Job eines Insiders. Genau. Ich soll 8 von den Scheißdingern hochladen? Wollt ihr mich verhohnepiepeln oder was? Ich lagere den mal kurz hier, falls sie ihn wieder brauchen. Der wartet ja auf uns. Ja, okay. Speichern. Ja, alles klar. Was ist hier? Noch mehr Laserstrahlen, als ob es davon nicht genug gibt. Ich bin nicht da.
Put. Ich sehe nichts. Und ich bin nicht da. Ich verspreche dir, ich bin nicht hier. Ich existiere gar nicht. Das zählt nicht, das ist unfair. Keiner hat's gesehen. Keiner. War ganz professionell. Ja, ich glaube, es hat keiner gesehen. Okay, dann mal hier durch. Warum, weiß ich nicht. Ach genau, wegen Büro und Schlüssel und so. Irgendwie sowas gab's ja. Okay, Nachtsicht. Für die Sicht in einer Nacht. Und speichern. Für die Speicherung im Spiel. Okay. Du darfst hier bleiben.